Ich denke, ein wichtiger Ratschlag an mein 14-jähriges Ich wäre, sei disziplinierter, lerne mehr und ja, vergiss deine Neugier nicht, verliere deine Neugier nicht, deine Kindheit, deine Kindlichkeit, wie man das nennen sollte. Mein Name ist Dirk Brendlin, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IWIS hier in Bremerhaven. Das Coolste an dem Job ist die Freiheit, seinem eigenen Forschungsdrang zu folgen, seine eigenen Ideen zu verwirklichen und gemeinsam mit einem sehr coolen, kreativen Team über Problemlösungen zu diskutieren und die dann auch gemeinsam im Team auszuführen. Mit einer gewissen Freiheit kommt natürlich auch das Problem, dass man diese Freiheit auch nutzen können muss. Das heißt, wenn man rein wissenschaftlich in eine Richtung versucht nachzuforschen, ist hier natürlich auch die Schwierigkeit, Grenzen zu setzen. Das heißt, wo grenze ich mich ab? Wo höre ich auf, weiter zu forschen? Und wie tief muss ich forschen? Wir haben ja viele Industrieprojekte hier auch, neben den Forschungsprojekten. Und gerade da ist es halt sehr schwierig, diesen schmalen Grat zu wahren zwischen exzellenter Forschung und zwischen einer Zeitbegrenzung, die man von außen auferlegt hat. Das Besondere beim Fraunhofer Institut ist die Finanzierung. Die besteht beim Fraunhofer Institut aus drei verschiedenen Bereichen. Der erste Bereich ist eine öffentliche Förderung für Forschungsvorhaben. Der zweite Bereich sind öffentlich geförderte Industrieprojekte, wo wir gemeinsam mit der Industrie Forschungsvorhaben angehen. Und der dritte Bereich sind Forschungsvorhaben direkt für die Industrie von der Industrie beauftragt. Und in diesen drei Bereichen arbeite ich im Bereich Projekt- und Risikomanagement in der Offshore-Windparkplanung und Betrieb. Und bin da zuständig zum Beispiel für Risikoanalysen im Bereich Wetterstatistiken. Das heißt, wir haben eine Offshore-Windfarm, vielleicht 30, vielleicht 120, vielleicht 160 Kilometer außerhalb der Küstenlinie. Und natürlich muss man mit den Schiffen dahin, mit der Logistik. Man muss irgendeine Form haben zu planen. Das heißt, wir gucken uns an, wie die historischen Wetterdaten aussehen, gucken uns an, welche Wetterstatistiken vorhanden sind und analysieren daraufhin, wann die Welle niedrig genug ist, damit das Boot rausfahren kann. Das Ganze umfasst natürlich auch andere Komponenten, sprich habe ich zum Beispiel Kranoperationen, die während einer gewissen Windgeschwindigkeit durchgeführt werden müssen. Auch diese Wetterbedingungen können wir analysieren und simulieren. Neben diesen Wetterthemen behandeln wir auch andere Projektrisiken, zum Beispiel technischer Natur. Wenn ein Kabelverlegeprozess gestartet wird, gucken wir uns die komplette Prozesskette an und analysieren die auf Schwachpunkte. Anhand dieser Analysen können wir für den Kunden Kosten deutlich senken und die Risiken minimieren. Ausschlaggebend für mich war bei der Auswahl des Fraunhofer Institutes, dass wir über diese Drittelfinanzierung mit einem sehr hohen Anteil an Industriekooperation direkt mit der Industrie zusammenarbeiten und dadurch auf der einen Seite die Forschung, auf der anderen Seite die Industriekontakte haben. Und ich persönlich diese Mischung sehr gerne mag. Ich wurde 1982 in Eckernförde geboren, komme also aus dem Norden und bin dem Norden weitestgehend treu geblieben. Die ersten Jahre habe ich meine Fachhochschulreife gemacht in Kiel und im Anschluss daran die Fachhochschule in Kiel besucht, übrigens die einzige mit Fähranleger in Deutschland. Dort habe ich internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Und im Anschluss, um das Technische ein bisschen zu vertiefen, Maschinenbau aufgesattelt. Maschinenbau habe ich dann mit dem Diplomabschluss abgeschlossen, 1,5 Semester später, und bin mit diesen Abschlüssen dann in die Industrie gegangen, nach Hamburg, und habe da erstmal in dem Industriebereich für die Windenergie gearbeitet, zuerst im Onshore-Bereich und bin später in den Offshore-Bereich gewechselt und habe dann an den ersten Offshore-Windparks in Deutschland mitgearbeitet. In dem operativen Geschäft fiel mir auf, dass es viele Fragestellungen gibt, die man in der Industrie nur schwer nachvollziehen kann, weil das operative Geschäft einfach so zeitaufwendig ist. Und dementsprechend wollte ich mich gerne nach Alternativen umschauen. Glücklicherweise gibt es ja in der Forschung die Möglichkeit, sich einfach ein bisschen tiefer in Themen zu begeben und seine Neugier auf diese Art zu befriedigen. Und so bin ich im Prinzip beim Fraunhofer Institut gelandet in 2015. Ja, also hier ist es kein Problem, auch als Quereinsteiger zu starten. Natürlich ist die Ausrichtung des Fraunhofer Instituts eher technischer Natur.
Das heißt, als Ingenieur, Physiker, Geologe kann man natürlich deutlich leichter hier Anschluss finden, aber durchaus mit dem richtigen Forschungsdrang und der richtigen Neugier in der Einstellung kann ja auch jeder mit anderen Hintergründen starten und erfolgreich sein als Wissenschaftler.